herzlich willkommen zurück. Zu Operation Kellerbau. Genau. Von der Größe her würde ich den Keller einfach genauso groß machen wie die Wohnung. Sogar genauso groß. Dann haben wir quasi den Keller in zwei Räume eingeteilt. Haben wir quasi den Hauptraum, wo wir in den Keller quasi runterkommen. Der ist relativ groß. Ist quasi so 1:1 wie unser Eingangsbereich, unser Wohnbereich quasi. Und quasi unter dem Schlafgemach und unter der Küche, also quasi die beiden Räume, das was hier so, der Platz, der ist dann vom Keller aus versteckt. Das heißt, hier kommt auch so eine Trennwand in den Keller rein. Und in die Trennwand bauen wir dann quasi unsere ganzen Technikgeräte rein. Und hier in dem kleinen Raum kommt die ganze Anlage, die ganze Verdrahtung und weiß der Geier. Ich weiß ja nicht, was wir da alles brauchen werden. Dass wir da ein bisschen Platz haben, dass wir da auf unvorhergesehene Platzmangelerscheinungen reagieren können oder die erst gar nicht entstehen. So, ich räume erstmal ein bisschen mein Lager aus. Hier kommt mal alle runter, weg da. Ich habe sogar noch einen Motor übrig, sehr schön. Den werden wir wahrscheinlich früher oder später auch brauchen. Davon gehe ich ganz einfach mal aus. So. Weg da, weg da, weg da, weg da. Erstmal schmeiße ich erstmal hier rein. Einfach damit auch das weg ist. So, dann wollen wir jetzt mal hier so und dann kommt einfach alles andere mal rein. So. Irgendwie hängt schon wieder mein Zimmer ein bisschen hinterher, was ist denn los? Aber nur so manchmal, ne? Ah, wenn ich jetzt hier klicke, hopp. Ist eigentlich relativ sofort. Ach, wo gerade jemand ohne kommen ist. Guck mal da oben. Jesse left the game. Ach, left the game. Ah, mal gucken. Wahrscheinlich deswegen gerade wieder. Ein bisschen. Ja, gut. Hat so viel Scheiß hier drin. Vor allem diese ganze Gras hier. Davon haben wir drei, vier Stacks. Warum haben wir davon so, viel? Da ist ja schlimm. Kommt auch mal raus. Passen da einfach so optisch nicht wirklich perfekt. Wo ist das hier? Rein. Die machen wir erstmal extra. Das jetzt sowieso gar nicht da drin zu suchen, mal ganz davon abgesehen. Die mache ich erstmal hier direkt rein. Du kannst da wieder hin, meinetwegen. Dich packe ich auch mal da rein. So. So, dann haben wir hier noch diese beiden Dinger. Und die packe ich mal hier mit rein. Sowieso. So, jetzt können die Kisten hier weg. Perfekt. Schwupps da wupps. Wobei wir können daraus eigentlich auch gleich Stöcker machen. Ach was. Vielleicht können wir die ja irgendwann mal noch so gebrauchen als Dekoration oder so. Wenn wir irgendwann wirklich mal Stöcker brauchen, können wir daraus immer noch Stöcker machen. So, hier kommt jetzt der Eingang zum Keller hin. Das heißt, hier geht es einmal runter. Brauchen wir mal Leitern. Leitern haben wir 8 Stück. Ja, supidupi, der ist doch. Hier ist doch. Besser geht's ja gar nicht. Gehen wir jetzt hier einfach runter? Ja, ne, doch. Wir gehen erstmal runter. Erstmal runter, erstmal aushöhlen. Wir brauchen eine Schippe. Ja, danke dafür. So, die letzte Schippe. Ach, doch, wir haben doch dann noch eine Schippe. Ich dachte, wir haben die letzte schon kaputt gemacht und noch nicht repariert. Alter, die ist viel zu schnell, die Schippe. Wie tief überhaupt? Ich meine, der Keller sollte schon geräumig sein, aber sollte der 4 hoch oder nur 3 hoch werden? Okay, 4 hoch. Warum ist die Schippe so schnell?
kriegst ja Angstzustände hier. So, jetzt kommt hier. Nein, kommt noch nicht. Ah, scheiße, doch. Kommt. Weil wir sonst nicht mehr hochkommen. Kommt da Cleanstone hin? Wollte ich gerade sagen, aber dazu bräuchte ich erstmal Cleanstone. Cleanstone! Halt. Ich hol mal gleich mal ein bisschen Cleanstone. Oder wir machen die Wände mit. Na, hier diesen strukturierten Stein, diesen Stone Brick. Das, was wir auch immer als Umrandung hier benutzen, ne? So, Cleanstone. Da haben wir. Boah, eine ganze Menge, alter Schwede. Okay, sollte das mal reichen. Bei Cleanstone kriegen wir erstmal keine Mangelerscheinungen. Sehr schön. Gut, wir werden aber noch später fürs Hotel eine ganze Menge brauchen. Von daher werden wir da früher oder später sowieso noch ein paar Öfen anschmeißen dürfen. Setz for sure. So, einfach mal, weil es sich so gehört. Wobei, wir haben so schon massig davon. Aber ihr wolltet mir nicht glauben, als ich gesagt habe, dass diese Dinger hier komplett overpowered sind und sobald man davon ein paar hat, man nichts anderes mehr braucht. Das ist ganz schön heftig. So, gehen wir mal hier runter. Bauen die Leitern wieder ab. Und dann bauen wir hier mal solche Dinge ein. Oha. Na gut, was soll's. So. Bam. 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 So, da kommt die Leiter ran. Als Fußboden lasse ich Cleanstone tatsächlich. Da mag ich das. Aber halt für die Wände an sich halt nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Gesamtbreite von 7 haut auch hin, genau. So, das heißt, wir müssen in die Richtung 6. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs und der Ausgang. Perfekt. Oh, hier ist eine Lücke. Oh! Da war ja was. Hier ist ja unser Brunnen. Lol. Ach so, halt. Wie weit geht das jetzt eigentlich in die Richtung rein hier? Wisst ihr was, ich will mal hier nicht ausmessen, sondern ich mache jetzt hier einfach ein so ein Loch. Ganz ehrlich, das ist ja... einmal hier... und dann buddeln wir einfach, bis wir das Loch sehen. Das wäre dann auf der Ebene hier. Muss ich aber hochbuddeln. Gerade schon, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Gott, ganz schön groß der Raum von unten aus gesehen. Lol. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es doch so groß wird hier. Vielleicht doch ein bisschen sehr groß. Ach, was ist das falsch schon? No problemo. So, aufpassen, dass die Spinne nicht wieder kaputt geht hier.
Ich hasse so schnelle Werkzeuge, die sind immer so schnell. Genau, und jetzt hier wieder. So, bauen wir mal wieder die Schippe auf. Bauen die Schippe auf, klar. Also reparieren die Schippe, meine ich doch. Quatsch, da. Hammer. Okay, der Hammer hat auch schon bessere Tage gesehen. Ach man. So, haben wir es doch fast geschafft. Müssen wir nur wieder die Wände, also die, ja, Wände und Decken einziehen dann mit dem, also Decken natürlich nicht, wir haben eine Breitendecke, sondern die Wände und den Boden, wobei wir den Boden ein bisschen ausbessern müssen. Der ist ja weitestgehend schon fertig, bis das hier ist ein bisschen. So. Sollte das doch schon reichen. Upsala. Da sind wir eiskalt verhungert. Mal wieder. So. Cleanstone. Haben wir. Da. Ach, scheiße. So. Mit Cleanstone nicht verbauen, sonst Verschwendung und so. Okay. Ja, das hier lassen wir erstmal so. Dann können wir an der Stelle, also hier müssen wir auf jeden Fall zubauen, klar, das macht jetzt hier denn keinen Sinn. Aber wir könnten hier eine kleine Tür einbauen und dann hier so kleinen Sims machen oder sowas. Da haben wir ein bisschen, siehst du das denn da unten mit dem Sand? Autsch! Hä, keinen Schaden genommen? Oh, weil wir eine gute Rüstung haben. Ja gut. Genau, da unten mit dem Sand. Was ist denn eigentlich mit dem? Ah, ich glaube, der wird nie braun. Das können wir vergessen. Ja, komm, ich baue den ab. Hier unten bringt auf jeden Fall nichts, weil der ist halt nicht in unserem sichtbaren Bereich, also in unserer Reichweite. Von daher wird er hier auch nie braun werden. Gott, Alter, wie... Wie viel haben wir da aufgebaut? Ist ja schlimm. Haben wir noch die Leiter? Ja, perfekt. Gefixt. Ups. Gefixt. Anrichtung für Silbersand? So rein zufällig. Das sieht auch wie Silbersand, oder? Ist das Silbersand? Ja. Hier können wir eigentlich noch ein bisschen absteigen, ein bisschen auf Suche gehen, ne? So wegen Silbersand und so. Werden wir früher oder später brauchen. Ist da schon wieder nächste gefunden? What? Boah! Alter! Huh. Das wäre ein bisschen schmerzhaft. Vor allem, wie gesagt, stell dir das mal im echten Leben vor, weißt du, da fliegst du an der Leiter dran vorbei und dann bist du festhalten.
Es muss ja ein bisschen wehtun, ne? Bisschen hier so, ein bisschen Marmor, ein bisschen Marble, ist beides das gleiche. Oder so rum war das mal das eine und das andere war. Also eins war Marmor. Was wäre das andere? Granit? Nein. Doch. Das andere war Granit, glaube ich. Kann sein. Eben, das hellere, das hier ist Marmor, das andere war den Granit wahrscheinlich. So, das hier sieht auch aus wie Silbersand. Sehr schön. Am besten zur Sicherheit immer, damit wir sofort sehen. Pack schon mal weg. Oha, die Schippe ist aber gleich wieder tot. Ist aber nicht sehr gut. Oha, welche Schippe AD. Haben wir noch ein bisschen Rainbow Ore dabei? Nee, ne? Ach, wir haben gar nichts dabei. Ah, fuck. Ach, wir haben auch kein Holz dabei. Ach, schon wieder super vor. Oh, doch, wir haben Holz dabei, okay. Schon wieder super vorbereitet hier. Ah, fuck, ey, muss ich irgendwelche Steinschippen machen? Ernsthaft jetzt? Wir haben aber auch keinen Stein dabei, weil aus Cleanstone geht das ja nicht, oder? Achso, brauchen wir erstmal Holz. Ja, das hat funktioniert. Fick die Henne. Lol. Was jetzt? Wir brauchten Stahl. Holz. So. Aber es mal ein bisschen schnell gemacht hier. Oh mein Gott. Okay, können wir das fast? Ja, genau, das hier war ich. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt mal professionelles Steinwerkzeug. Früher hat man damit auch gearbeitet. So. Die Ausrede von alten Boomern. Was ist das? Ist das Gold? Oder ist das Sulfat? Ah, jetzt normales Gold. Scheiße. So. Können wir hier unten nämlich gleich mal den ganzen Sand hier abtragen. Weil wie gesagt, ne, wir werden Silbersand für den Leuchtturm auf jeden Fall brauchen. Und da wir leider aus zwei Sandblöcken gerade mal einen einzigen Silbersandsteinblock bekommen, brauchen wir doch ein bisschen mehr. Aber gut, wir haben mal hier ein bisschen Vorrat. Wir müssen das halt nur abbauen. Bereich abgebaut. Gravel lasse ich hier. Das brauchen wir definitiv erstmal nicht. Und wenn, können wir das ja auch noch irgendwann mal abbauen, aber nicht jetzt. Sobald ich den Gravel wirklich mit einer weißen, mit einer Stahlschippe oder sowas abbauen würde, weil Gravel dauert doch relativ lange. Moment, ich muss mal hier reingehen. Achso, genau, das war hier unsere Marble-Mine. Die eigentlich, ne, optisch gesehen ganz geil aussieht. Vor allem ist halt noch lange nicht erschöpft. Ich will nicht wissen, wie viel Marmor hier noch in den Wänden drin steckt. Das kann auch eine hübsche Abbauaktion werden. Genau, hier war das mit dem Magma. Hier ist Cobblestone. Was ist denn das für ein Zeug? Ach, das hier war hier unsere Unfallstelle, ne? Da, wo wir hier mit Lava rumgepanscht haben und dann erstmal alles überflutet haben. Auch wieder Gold, schade. Aber hier ist Zuckersand. Und von der Farbe her dürfte das Silbersand sein. Ja, ist Silbersand. Sehr schön.
Okay, wir sind mit der Hand einfach fast genauso schnell. Ich hätte mir vielleicht einfach mal ein bisschen Eisen mitnehmen sollen. Hätten wir das Eisenschuppen machen können. Hab die Abbaugeschwindigkeit doch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, Sand abbauen geht relativ schnell. Ich meine, ist doch relativ schnell, ne? Ich meine, wenn man mal bedenkt, so Real Life, so ein Kubikmeter Erde abtragen, das dauert im Echten auch ein bisschen Zeit. So, dann haben wir mittlerweile zwei Stacks. Das ist schon mal ganz gut. Das wäre also ein Stack an Blöcken dann später. Klingt jetzt nicht so viel, aber so viel brauchen wir ja auch ehrlich gesagt gar nicht, weil das ist halt ein Leuchtturm, das heißt, es ist eine Säule, wo halt jeder zweite Ring halt weiß sein soll. Es ist halt die Frage, wie viele Blöcke brauchen wir pro Ring, weil dadurch, dass wir die zuschneiden, haben wir keine Vollblöcke. Hier ist Eisen, hier ist Gold, hier ist alles. Also wir brauchen Sulfat. Das heißt, wir brauchen pro Ring vielleicht, wenn es hochkommt, so 10 Blöcke oder so. So, der Leuchtturm sollte schon eine gewisse Größe haben. Oh, schau mal an. Die Frage ist, wie definiert man eine gewisse Größe? Oh, ich glaube, das fällt ja alles hier rein. Weißt du was? Brennt jetzt zum Glück nicht. Ey, genau abgemessen. Easy. Ja, war klar, den letzten bekommen wir jetzt natürlich nicht ab. Doch, können wir. Sehr schön. Baue ich das wieder ab? Ach komm. Nee, lass ich dran. Stört keinen. Dann weiß man wenigstens, dass man darauf achten muss. Baumfeld. So, ab nach oben. Achso, haben ist das hier was? Ja. Nicht, dass das ganze Zeug gespawnt, das wäre auch Verschwendung in eine gewisse Art und Weise. So. Rest kann es aber erstmal egal sein. Wir gucken weiter nach Silverstone. Silver Sand. Aus dem wir dann. Was ist das denn hier? Hab ich das gemacht? Ah ja doch. Ja, ja, doch. Upsala. Silver Sand, aus dem wir dann Silver Stone machen. Das ist alles, was unser Herz gerade begehrt. Schon wieder Krabbel. War hier irgendwie was? Nee, ne? Was ist das jetzt? Stimmt, wir brauchen ja auch dieses komische Silber. Brauchen wir ja auch massig noch. Also, auf jeden Fall mehr als wir haben. Aber ich glaube mal, wegen Silber gehen wir lieber wieder in unsere große Höhle dann irgendwann mal, wenn wir es wirklich brauchen. Beziehungsweise wollen wir auch noch tiefer runter. Und da werden wir hoffentlich auch noch ein bisschen mehr Silber finden. Weil Silber brauchen wir ja anscheinend doch ein bisschen. Und dann finden wir hoffentlich auch ein bisschen Sulfat, damit wir uns mal ein paar Batterien bauen können. Also Schwefelsäure. Ich habe auch noch einen Ofen an. Warum denn nicht bitte, denn überall Ofen platziert? Ist ja schlimm. Genau, hier wollen wir. Ja, okay, wir sind also fast oben. Schade eigentlich. Ich dachte, wir haben noch ein bisschen mehr Silbersand, aber hier ist auch überall Silbersand. Sehr schön. Schaut mal, ist das doch Silbersand? Ja, ist Silbersand. Sehr schön. So, okay. Sehr schön. Gehen wir nochmal zur anderen Seite, da hinten. Da ist auch noch ein bisschen Silbersand. Dann haben wir, dann haben wir drei Stacks. Sollte dann reichen. Und wenn nicht, gehen wir doch wieder runter. Oh.
Ja gut, zwei Blöcke, das war jetzt nicht so viel. Aber da oben ist noch ein bisschen was. Ein Block, den ich so sehr brauche. Denn dass ich ihn brauche, ist Brauch. Deswegen brauche ich ihn heute Nacht. Oh. Das ist jetzt garantiert der Sand, der die ganze Erde stützt. Wenn ich ihn abgebaut habe, bricht die Erde nicht zusammen. Das ist so die Fragen, die ich mir so stelle, ne? So frei nach dem Motto. A, was passiert, wenn man jetzt die gesamte Erde abbauen würde, also die gesamte Erdinnere abbauen würde, weil weiß ich, abpumpen und so, also die Erde wirklich hohl wäre, könnte man sich dann nutzbar machen oder würde einfach die Erdkruste nicht zusammenbrechen? Ja, ich weiß, dass das A nicht geht und zweitens B, die Erdkruste nicht zusammenbrechen würde, weil das wären Platten, die dann nicht mehr gehalten werden. Das heißt, die fallen einfach wegen Gravitation, ne? Ist mir schon klar. Und die zweite Frage, die ich mir so ab und zu so witzhaft so vorstelle, ist, wäre es eigentlich als fortschrittliche Nation, ich meine, wir sind ja so, ne, so Weltraum und Schiffe bauen für Erdeersatz, weil wir Erde ja kaputt machen und wir nicht daraus lernen wollen, sondern einfach weitermachen, deswegen Alternativen brauchen, falls wir es geschafft haben. Eine Alternative wäre zum Beispiel einfach eine künstliche Erde, um die Sonne drumherum zu bauen. Ich meine, man könnte, ne, außerhalb der, also, ne, Erde ist, die Sonne ist ja quasi der Erdkern, dann kommt ein bisschen Luft drumherum, weil die Erde ist ganz schön, die Sonne ist ganz schön heiß, das heißt, man braucht einen gewissen Abstand zur Sonne, aber, dann hätte man quasi auf der Innenseite, könnte man überall Solarpanels installieren, ne, dann hätte man so schöne Sonnenlicht, und auf der Außenseite kann man dann leben. Wäre dann zwar ganz schön finster, weil die Sonne ist dann ja quasi komplett umschlossen, aber man hat dann ja so viel Energie, dass man damit wiederum beleuchten kann. Und ich meine ganz ehrlich, die Idee ist gar nicht so krank, weil man müsste ja gar nicht die gesamte Sonne umschließen, sondern es würde ja auch funktionieren, wenn man einen Ring um die Sonne baut oder irgendwie was anderes, was halt in sich stabil wäre. Oh, Miniminaut. Was aber halt quasi, ja, wie gesagt, so in sich stabil ist, dass es halt sich selber tragen kann. Weil ist ja schon relativ groß dann. Und man hätte halt quasi zwei Seiten. Die innere Seite wäre zum Leben viel zu feindlich, weil einfach zu heiß, aber würde sich halt ideal eignen für Solaranlagen oder Wärmeenergie. Dann hätte man quasi einen riesigen Puffer, das heißt einfach eine paar abgeschottete Platten, die quasi als Wärmepuffer dienen. Und dann hätte man quasi dann auf der Außenseite Wohnbereich. Und ja, ich weiß, auch das ist natürlich nach wie vor wahnwitzig, das wird so nie funktionieren, aber es sind halt so Sachen, über die macht man sich, wenn man so auf Toilette einige Stunden verbringt und mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß, doch schon ein paar Gedanken. Einfach, weil man Spaß dran hat. Ja. Sad life, ich weiß. Normalerweise würde man sich an der Stelle in dem Moment einen Arzt suchen. Apropos Arzt, apropos Corona, ich meine, ich nehme die Folge ja ein bisschen im Vorlauf auf. Das heißt, für euch, ihr wisst das mittlerweile, aber ich weiß erst als heute, dass ab morgen, also ab Montag, dem 17., heute ist der 13., 14., 15., 16., ab dem 16. Schulausfällt, wie bei Corona. Das heißt, ich bin jetzt quasi schon in den verlängerten Frühlings- oder Osterferien? Auf jeden Fall irgendwelche Ferien. Wie gesagt, wenn ihr die Folge seht, dann fangen ja quasi gerade die regulären Ferien an. Ja, genau. Nur die sind ja dann für euch schon seit 3 Wochen.
die unregulären Virien. Wobei ich da nicht weiß, weil wie gesagt, die Schulen sollen da geschlossen werden. Und jetzt ist erstmal nur im Raum, dass halt quasi das so stufenweise gemacht wird. Heißt also erst die einen Schulen, dann die anderen Schulen, dann die nächsten Schulen. Und ab nächste Woche sollen wohl erstmal nur die Oberstufenzentren davon betroffen sein. Also quasi die OSZs, auf das ich ja gehe. Von daher wäre das ja quasi erstmal noch gar nicht für alle, sondern halt nur für einige. Andererseits habe ich heute beim Heimweg von der Schule ein paar andere Leute im Bus gehört, die natürlich von einer anderen Schule waren und eher kleinere Kinder waren, also wahrscheinlich nicht auf eine Oberschule gehen, aber auch die haben sich darüber unterhalten, dass sie ab nächste Woche quasi Ferien haben. Das heißt, für die muss die Schule dann ja auch ausfallen. Obwohl es ja eigentlich hieß, laut meinen Quellen, also unseren Lehrern, dass es erstmal nur für Oberschulen ist, ab nächste Woche. Jetzt bringt es natürlich eher wenig, sich darüber jetzt irgendwie Gedanken zu machen, weil wie gesagt, wenn ihr das Ganze seht, dann hat sich die Sache sowieso schon wieder erledigt, weil es sind offiziell Ferien, dann interessiert das niemanden mehr. Wer ja dann jetzt schulfrei hat und wer nicht. Von daher. Ja. Corona ist schon eine feine Sache. Apropos feine Sache, wir sollten doch langsam mal vorher Folgenpause machen. Die restliche Wissen brauchen wir in der nächsten Folge. Ist ja nicht mehr viel. Weil dann können wir endlich mal das ganze Zeug kompressen. Und dann, ja. Daraus ein Turmbrunnen. Bis dahin.